Wer seine Vita gerne vom Staub befreien möchte und endlich mal wieder ein gutes Spiel für die Vita haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall Gravity Rush angucken. Ich bin Beefy und werde euch ein bisschen das Spiel zeigen und euch auch sagen, warum dieses Spiel meiner Meinung nach eines der besten momentanen Vita-Spielen ist. In Gravity Rush spielt ihr die Protagonistin Cat, die irgendwie vom Himmel gefallen ist und dadurch ihr Gedächtnis verloren hat. Natürlich werdet ihr im Spiel direkt von einem Bürger der Stadt, einem etwas älteren Herrn, aufgefordert, ihn einen Gefallen zu tun oder ihm zu helfen. Und zwar müsst ihr seinen Sohn retten vor einer Gefahr, die halt in der Stadt momentan auf euch lauert. Judy! Eure erste Aufgabe ist ganz klar, ihr müsst den Jungen retten und dabei hilft euch euer Begleiter Dusty, eine Katze aus schwarzer Materie, ich weiß es nicht ganz genau. Diese verleiht Cat die Möglichkeit, im Raum oder allgemein in der Umgebung zu schweben und die Gravitation halt für unsere Protagonistin halt zu beeinflussen. Im ersten Level lernt ihr dann natürlich klar die allgemeinen Funktionen. Springen, laufen, schweben und die Gravitation wieder zu normalisieren. Und mit diesen ersten Schritten könnt ihr dann den Jungen retten. Was sich auch anhand der Demo anfühlt wie ein Action-Adventure, ist in Wirklichkeit eine riesige Open-World-Landschaft. Das ist jetzt ein Stadtteil von insgesamt, ja, um nicht zu spoilern, 4. Um zu spoilern, mehr als 4. Und man kann neben den ganzen kleinen Events und halt auch den Zeitsprüngen, also den Gullis, um jetzt in andere Stadtteile reinzukommen, hin und her springen. Ich will jetzt einfach mal hier nochmal eine Herausforderung aus. Das sind so neben der Mission die einzigen Möglichkeiten, um halt der Story mal ein bisschen zu entkommen. Mehr Mini-Events gibt es leider nicht, aber ich muss auch sagen, das reicht. Aber leider ist dieses Open World ein bisschen mager, denn bis auf die Story und diese Herausforderung habt ihr in der Stadt halt nur die Möglichkeit, diese pinken Rubine zu sammeln. Die könnt ihr aber auch sammeln mit Hilfe dieser Herausforderung. Das heißt, wenn ihr einen gewissen Rekord geschafft habt, kriegt ihr dann Rubine gut geschrieben. Und das ist eigentlich geil gemacht. Da wird dann halt Sachen gemacht wie hier Zeitrennen, also in einer gewissen Zeit die Punkte abfahren. Oder man hat nur begrenzte Zeit, um in der Luft zu schweben. Oder in einer Zeit so und so viele Gegner besiegen. Es ist schon sehr abwechslungsreich und auch sehr fordernd. Denn bis man wirklich die optimale, den optimalen Highscore bekommt, um dann Gold zu kriegen, dauert das schon ein bisschen. Und man kann auch im Endeffekt eigentlich den besten Highscore erzielen, wenn man das Spiel schon fast durch hat. So habe ich zumindest gemacht. Hab dann versucht, die meisten auf Gold zu machen. Leider habe ich noch einige auf Bronze. Einige sind schon recht happig. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade auch schon gemerkt, die Kamera bzw. das Bild, das ist sehr ruckelig und das Spiel selber ruckelt nicht. Das liegt einfach nur daran, dass meine Kamera mit der Geschwindigkeit, was auf dem Bildschirm abläuft, nicht klarkommt. Aber es läuft auf jeden Fall ruckelfrei. Um weitere Stadtteile freizuschalten, werdet ihr von einem Schöpfer in eine Zwischendimension verfrachtet, wo ihr dann den Boss besiegen müsst und die Stadt damit dann wieder in die reale Welt bringen könnt. Ich habe mir dafür diese Zwischendimension ausgesucht, weil ich finde die grafisch am schönsten.
Also sehr schön gemacht mit den Krusten und der Lava drumherum und halt der Tatsache, dass man auch jetzt nochmal den Motion Control von der Vita sehen kann, wo ich natürlich wieder nicht mit umgehen kann. Ist halt ein bisschen blöd mit der Kamera. Auf jeden Fall wartet am Ende dieser Zwischendimension ein Gegner, so wie bei jeder oder fast jeder Mission. Und im Endeffekt ist das eine gelungene Abwechslung zu dem Open-World-Design, wo man halt von Punkt A nach Punkt B. Hier ist es halt wieder schlauchförmig, aber es ist eine gelungene Abwechslung zum Open-World-Dasein, was Gravity Rush normalerweise hat. Die Bossgegner in Gravity Rush sind eigentlich auch recht gut gelungen. So habt ihr kleine Bosse, Mini-Bosse oder halt auch solche großen Viecher, die ihr dann bekämpfen müsst. Dabei ist die Taktik eigentlich ganz einfach. Erst dieses Gestein abkloppen, um somit den Kern freizulegen, um dann den Kern zu zerstören bzw. als Finishing Move zu entfernen. Das ist eigentlich recht cool gemacht, ist auch in einigen Situationen abwechslungsreich, aber es ist wie gesagt immer dasselbe. Gucken, wo ist die Schwachstelle, versuchen mit dem Kick oder mit einer Spezialattacke diese Kerne zu zerstören, um dann, wenn die Energieleiste, die unten angezeigt wird, auf 0 ist, dann mit einem Finishing Move fertig zu machen. Um gegen die Bosse gut auszusehen und auch bessere Karten zu haben, kann man die Protagonistin Cat auch ein bisschen aufrüsten, indem man halt diese rosa Kristalle verwendet, um dann halt sich die Fertigkeiten zu verbessern. Hier nehmen wir mal Gravitationsgleiten, um dieses aufzupäppeln. Dafür drückt man zum Aufladen, das was geil gemacht ist. Und dann hat man dann halt ein besseres Gravitationsgleiten, was entweder weniger verbraucht oder schneller ist. Das ist dann dementsprechend unterschiedlich. Dann machen wir noch Ausweichen. Wobei ich finde, dass Ausweichen mit Hilfe des Wischens über ein Touchscreen ein bisschen doof ist. Und hier sieht man auch, dass ich nicht genug Kristalle habe, um den Gravitationskick ein bisschen aufzupäppeln. Ist aber trotzdem gut gemacht, dass das dann halt nur bis zu diesen gewissen Balken geht. Ja. So viel eigentlich zu Gravity Rush. Ich glaube, ich habe das Wichtigste genannt. Und mit den Worten und den Zeitungsausdrücken gehe ich mal zum Fazit. Gravity Rush ist wirklich eines der bisher besten Vita-Spielen und nach dem Review kann man auch keine Sau was anderes sagen. Grafisch sieht's top aus, schönes Level-Design mit dieser echt guten Cell-Shading-Grafik, passt super in das Spiel rein, es läuft ruckelfrei und nebenbei gefällt mir noch das Charakterdesign sehr gut. Musiktechnisch, okay, es ist schön untermalt mit Musik und der Soundeffekt ist auch gar nicht mal so schlecht. Gameplay-technisch, okay, wir haben ein Spiel, was erstmal aussieht wie ein Action-Adventure und dann wieder ein Open-World. Und es ist auch eines der Open-World-Spiele, wo ich sogar sage, cool, endlich mal was Frisches. Nicht immer dieses GTA-like, sondern wirklich richtig schön frisch. Was aber ein bisschen doof ist, diese Open World ist etwas sehr monoton mit, ein paar Herausforderungen und dann halt der Story-Modus. Sonst sammelt man in dieser Open World wirklich nur Kristalle und das ist etwas sehr, hätte man sich auch mehr einfallen lassen können. Man hat aber abwechslungsreiche Missionen und Herausforderungen und ich finde allgemein, es ist ein echt frisches und geniales Gameplay. Spielspaß, okay. Es motiviert bis zum Schluss. Ich habe es leider noch nicht ganz durch, aber ich stehe kurz davor und ich glaube, das spiele ich heute Abend noch durch. und natürlich wird das Spiel auch gut unterstützt mit weiteren Missionen über DLCs. Was ich mich da nur frage, warum DLCs, warum hat es nicht ins Spiel reingepasst? Das ist so, wenn zum Release direkt ein DLC-Paket da ist, dann denke ich mir doch nur, warum ist das nicht auf dieser Cartridge drauf? Aber, kann ich leider auch nichts dran ändern, das ist irgendwie die heutige Situation, dass man lieber DLCs macht, die direkt nach dem,
direkt irgendwie 2 Tage nach dem Release direkt hochgeladen werden. Finde ich doof, aber es schadet dem Spiel eigentlich nicht. Deswegen sage ich ganz klipp und klar, bestes Vita-Spiel, 10 von 10 Punkten. Ich bin sowas von begeistert und ja, mal gucken, was dann noch so alles kommt. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. In dem Sinne, noch einen schönen Tag, Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht und haut rein!